So. Machen wir hier weiter. So. Ja, also ich glaube, diese Ebene hier, die kriegen wir noch komplett weg. Bei der hier werden wir vermutlich stoppen. Weil das einfach zu viel ist. Aber wer weiß, wie weit wir noch kommen. Vielleicht kommt ja noch eine weitere Lavagrube irgendwo. Auf dieser Ebene. Und dann haben wir hier Schwarzpulver. Und dann können wir noch ein bisschen mehr Lava einfüllen. Abtagen. So. Wieder ein Lag. Also diese Lags sind doch noch da. Stimmt, deswegen ist mir ja vorhin ein Lava-Eimer kaputt gegangen. Okay. Okay. Es hilft nichts, ich brauche da ein... Aua! Ein Stein. Sonst komme ich da nicht mehr hin. Zwei Lava-Eimer habe ich bereits vergeigt dafür. Mehr möchte ich nicht. Und der hier. Jetzt muss ich aufpassen. Hier geht es noch weiter, aber nicht hierher. Ich springe trotzdem zur Sicherheit. Ich bin gespannt, ob die Lavagrube dann immer noch befüllt ist. Also ich werde dann vermutlich auch nach Hause gehen oder so. Keine Ahnung. Wenn ich dann in einem anderen Chunk bin. Wobei, ich kann das dann an den Baumstämmen testen. Wenn ich dann später zurückgehe und die Baumstämme sind noch da, dann stimmt da irgendwas nicht mit den Chunks, dass die Chunks nicht gespeichert werden oder so, keine Ahnung. Wenn die aber dann weg sind, dann passt es. So, dann haben wir das. Beim nächsten Mal kriegen wir, das sind 9, 10... Also beim nächsten Mal haben wir dann bis auf 2 alle fertig und beim übernächsten Mal haben wir dann diese Ebene fertig. Dann geht's eins tiefer. So, ein Skelett und noch ein Skelett und ein Zombie. Level 25. Und das war's. Mehr nicht. So, mal sehen. Ich habe Knochen bekommen und das war's. Hier ist es auch schon langsam hell. Stellt euch mal vor, wie hell es da wird, dann sein wird. So, was war das? Das war... meine Treppe, oder? Nein, nein, nein. Das war hier so, oder? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Doch, das war hier so. Ansonsten hätte ich dann nämlich irgendwie sowas hingemacht. Damit ich dann so hoch kann. Also muss das hier so gewesen sein. So, das kommt dahin. Das kommt dahin. Jetzt kann uns auch kein Zombie mehr von hinten erwischen. Weil das sonst nämlich das Brennen anfangen würde. So, dann machen wir hier gleich weiter. Der hier kann weg und der kann auch gleich weg. Oh, ich brenne. Ess mir was. Hier rein Skelett. Es wird immer heller. Die Fässer hier verbrennen uns vermutlich.
es ist doch noch ein bisschen was, aber ich glaube, die nächste Ebene wird trotzdem nicht leer. Nein, nein. Da ist der blöde Zombie. So, jetzt mal sehen. Nein, ich habe mich nicht verzählt, oder? Nein. Jetzt dürften wir alles bis auf 2 kriegen. Genau, der da und der da hinten. Alles bis auf 2. So, das haben wir dann beim nächsten Mal. Oh, schönes Lied. Das hier kann weg. Und hier ist keiner. Hier kann auch langsam nichts mehr spawnen, weil da ist hier ein Standlicht. Da vorne ist ein Standlicht gleich, also hier links. Nein. Da. Da ist es. Hier kann also nichts spawnen, weil es zu hell ist. Nur hier noch. Aber bald nicht mehr. Das ist auch schon langsam hell genug, aber das ist ja auch hier ein Standlicht gleich. So, den hauen wir jetzt. Hauen wir dahin. Das sollte reichen. Zack. Hoffe ich doch, dass es reicht. Das war der falsche. Den da werde ich jetzt nicht mehr kriegen. Außer ich springe drüber. So, das kriege ich dann auch von oben. Dann kann ich hier weitermachen. So, fertig. Soll ich den noch da lassen? Nö. Ich komme ja auch von hier oben jetzt dann hin. Und ich muss sowieso erstmal da hinten dann weitermachen. Gut. Dann haben wir das. Dann will ich hier nichts zu ablegen. Da ist schon wieder irgendwo ein Zombie. Da ist er. Leck. Da ist der nächste. Ich frage mich, wie es zu diesen Lecks jetzt kommt. Entweder, vielleicht sind das Lags, oder waren die Lags nie im Spiel selbst, sondern immer in der GUI beim Rendern. Das könnte sein, das würde erklären, warum die Lags jetzt immer noch da sind. Oh ja. Oder aber... Habe ich gerade irgendwas aufgenommen? Nö. Oder aber, die Welt wurde gespeichert. Die Lags sind, kommen... waren vor im Spiel und kommen jetzt von der Internetverbindung. So. Dann möchte ich hier anfangen. Du hast keinen Weg zu mir. Bye. Jetzt hat er einen Weg zu mir. Der wird aber ein bisschen dauern. Und jetzt hat er mich vergessen. Da kommt er ja. Diese Lags werden langsam gefährlich. Aber nur langsam. So, dann haben wir das. Dann muss ich jetzt diesen Weg gehen. Noch ein Diamant, aber nur einer. Und das war's auch irgendwie. Schade. Oh. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Ah. Sieh an, da haben wir was gefunden. Oh, Eisenerz. Da geht's zwar auch nicht. Oh, schon wieder was gefunden.
hier geht's noch weiter. Hier nicht mehr. Immer noch. Wir sind noch nicht ganz drumherum, okay? Ah, da wären wir jetzt drumherum. Jetzt sind wir einmal drumherum. Gut, fangen wir hier an. Ich könnte da jetzt drüber springen, aber ich mach's lieber nicht. Ist mir zu gefährlich. Da ist der Stein einsam. Naja. Mal sehen, wie weit wir da jetzt noch kommen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir diese Ebene noch komplett loswerden. Es sind nur noch 3-4 Mal gehen. Wir bräuchten aber noch so eher fast 10 Mal gehen, bis wir diese Ebene weg hätten. Nichts gibt's, Spinne. So, das weg, das weg, das weg, bevor ich hier verbrenne. Das weg. Weiter. Da ist tatsächlich ein Zombie. Der muss da gespawnt sein und ist dann daher gegangen. Das macht aber nicht mehr lange. Das sollte reichen. Hoffe ich. So. Dahin. Das hat auch gereicht. So, dann haben wir das. Knapp. Weg damit. Ja, es wird doch noch einiges an Lava, die wir brauchen. Vielleicht unterschätze ich es ja. Und wir kriegen die Ebene doch noch komplett weg. Aber wisst ihr, was ich toll finde? Wir haben schon wieder Level 25. Das heißt, wir kriegen wieder Level 30, wenn wir hier rausgehen. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt diese Aufnahme noch schaffen. Die geht ja nur eine Stunde. Und ich glaube, die halbe Stunde ist schon um, oder? Ja, ich habe noch genau auf die Minute genau eine halbe Stunde werde ich noch machen. So, hier, da, 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 da. Da, da, da. Das ist komplett drunter immer noch überall Lava. Das ist ein riesiger Lavasee. Leck. Nichts zu ablegen gehabt. Oh, seht ihr, wie hell es jetzt schon hier ist? Oh, Moment mal, das könnte ich vielleicht sogar von oben schaffen. Ja. Das geht auch von oben. Den hier. Den da. Den da. Ja, gleich haben wir es. Okay, also das hier ist schon mal. Jetzt nur noch diesen Bereich hier. Das könnte sogar noch hier ein bisschen heller werden, also dieses Eck sogar, weil wenn die Lava hier ist, dann kann nur noch hier was spawnen.
Ist hier eine Lavagrube oder? Nein, ein Geheimgang, okay. Nichts zum Ablegen. Ich überlege gerade, worüber ich reden könnte. Mir fällt ein Thema ein, aber über das kann ich noch nicht reden, weil mir die nötigen Informationen dafür fehlen. Die kriege ich noch. So, jetzt gehen wir ein bisschen so quer entlang. Aber selbst da ist überall noch Lava darunter. Oh, wir haben es tatsächlich fast geschafft. Wir kriegen die Ebene vielleicht doch noch. Vielleicht kriegen wir sie noch. Ich würde mich freuen, weil das heißt, wir haben mehr geschafft. Lauf doch. Wow! Perfekt getarnt in der Dunkelheit. Kommt so ein dunkler Zombie daher. Der hier wäre sogar gut, glaube ich. Mit dem könnte es klappen. Aber da rechts. Da brauche ich einen Stein. Hier machen wir gleich weiter. Ah, jetzt ist der eingesperrt. Na gut. Hauen wir ihn weg. Schön hell wird es langsam. Ich finde, man merkt es auch nicht, dass wir das selbst... Ja, okay, irgendwie schon. Lol, das... Das Muster, bis dahin haben wir es, glaube ich, noch gesehen. Das Muster ist tatsächlich gleich. Das fängt schon hier an. Wie geil. Hier hingegen haben wir es, glaube ich, sogar noch bis dahin gesehen. Und es fängt aber schon hier an. Ich finde das geil. Wir haben das Muster einfach nur fortgesetzt, ohne es zu wissen. Haha. Das ist richtig cool. Cool. Richtig cool. Ich habe tatsächlich keine kleinen Themen mehr. Wieso habe ich keine kleinen Themen mehr? Ich muss mir mal wieder ein paar überlegen. Ein bisschen mehr aufschreiben. So, dann haben wir es jetzt bis hierhin. Und da ist immer noch überall Lava. Gibt's doch nicht. Also wir könnten es tatsächlich ganz knapp schaffen, die Ebene, diese Lava-Ebene noch zu machen. Aber nur ganz knapp. Ich meine, viel ist das jetzt auch nicht mehr, was wir hier noch haben. Zu machen haben. Noch alles dahin. Gut, dann haben wir das. Ja, die Lava ist schon fast da. Viel ist es tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, noch zweimal laufen. Und dann können wir den Rest sogar von oben machen, ohne dass wir noch in die Lavagrube runter müssen. Also rein müssen. Dass wir den Rest von oben vom Rand aus machen können. Ich bin auf den nächsten Patch von Microsoft gespannt. Vermutlich 1.8.9. Ich hoffe, der hat wieder ein paar Performance-Besserungen.
Ah, hier ist mal ein bisschen Weg. Okay, ja, das kriegen wir noch. Die Ebene, die kriegen wir. Dann können wir die nächste Ebene auch noch freigraben. Lag. Also ich glaube langsam, die Lags sind tatsächlich im... Wobei, es könnte auch sein, dass sie im normalen Minecraft-Code sind. Also nicht im Spiel-Code und nicht in dem GUI-Code. Und dass der Server dann einfach kurz hängt. Und dann hängt es natürlich auch bei mir. Es wird einfach das letzte Bild, das kommt, wird gerendert. Fertig. So, mal sehen. Das könnte... Das haut hin! Hier noch... Nein, Mist. War ich da jetzt echt zu weit vorne oder was? Offenbar. So. Klappt doch wunderbar. Und den Stein hier, den können wir beim nächsten Mal auch noch... Oh, leck, leck, leck. Können wir beim nächsten Mal auch noch drauf. Klappt wunderbar. Das heißt, die Reihe noch. Den Rest, den können wir das eine noch von dem Stein da und dann hier weitermachen. Klappt wunderbar.